man sieht hier, ein bisschen schon gewachsen, das ist gesät und das ist fertig gegrübt. Und der Gruber, der holt den Mähdrescher schon bald ein, das heißt, ich sollte mich mal ein bisschen beeilen. So, der ist leer. Dann gehen wir jetzt mal ganz kurz den Anhänger leer machen. Auftanken brauchen wir jetzt nicht unbedingt, wir haben ja noch 97 Liter Sprit. Aber auf jeden Fall lasse ich das Ding hier mal da, den Anhänger. Gewicht habe ich glaube ich keins mehr. Muss ich mal ganz kurz schauen gehen. Der Ding irgendwo, der hat ein Gewicht vorne dran. Der hat die Sämmaschine, der hat auch ein Gewicht vorne dran. So, hab ich jetzt noch für den ein Gewicht oder nicht mehr? Das weiß ich nämlich gerade überhaupt gar nicht mehr. So, hier ist auf jeden Fall nichts mehr. Hier auch mehr. Vielleicht. Nö, hier auch nicht. Ich glaube, ich habe kein Gewicht mehr. Gut. Dann habe ich halt kein Gewicht mehr. Ist auch okay. Denn das heißt aber, ich hole jetzt den Cooper, den Flug, den Cooper. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dafür überhaupt ein Gewicht brauche. Aber ich befürchte eigentlich nicht. Aber wir werden ja sehen. Ich glaube bei dem eher nicht, weil das Ding hat ja ein Rad vorne dran. So. Ja, das Ding hat ein Rad vorne dran. Ich glaube nicht, dass ich dafür ein Gewicht brauche. So.
So, jetzt habe ich einen neuen Flug gekauft. Den bringe ich jetzt erstmal nach Hause. Jetzt müssen wir langsam Licht anmachen, wird ja langsam dunkel. Aber das hindert uns nicht am Arbeiten. Stimmt's, Leute? So, jetzt das Feld lassen wir mal beim Flügen, weil die sind eh schon total im Rückstand. Aber ich habe den Flug, das reicht. Und klein ist er auch nicht. Opa, der ist jetzt ein bisschen wendig. Dann lass ich jetzt einfach mal hier stehen. Ich hol meinen Hänger wieder. Ich guck mal nach meinem Mähdrescher, weil der scheint wieder voll zu sein. Oder drescht es bloß? Ich glaube, der ist wirklich voll. Was jetzt natürlich viel, viel einfacher wäre, um alles zu verkaufen, also das ganze Zeug, was wir hier gerade anbauen, wäre natürlich jetzt ein LKW. Aber ein LKW ist natürlich ganz schön teuer. Denke ich mal. Deshalb fahren wir jetzt nochmal zurück zum Shop. Und schauen uns mal an, was ein LKW kosten würde, beziehungsweise wie man den überhaupt hier kaufen muss mit Zusätzen und anderen Komponenten. Und ich meine, gut, wir haben jetzt nur ein Feld, das heißt, ich glaube nicht, dass es sich lohnen würde im Mittel. Ups. Aber wir schauen uns einfach mal an. So, wir haben Erntemaschinen, brauchen wir gerade keine mehr. Wir haben ja einen Mähdrescher, das reicht uns ja. So, was wir brauchen wäre... Ja. Ein Dolly brauchen wir nicht. Gewichte brauchen wir gerade auch nicht. Bim, 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 bim. Autos brauchen wir auch keine. Tiere brauchen wir jetzt vorerst auch noch keine. Wir gucken uns erstmal, dass wir mit dem ganzen Zeug hier vorankommen.
Ja, ein LKW ist dann doch ziemlich teuer, ne? Kann Auflieger ankuppeln. Auflieger. Ja, Auflieger, die sind hier gerade gar nicht dabei. Oder bin ich einfach nur blind? Sonderangebote? Nein, zurück. Kipper? Eventuell. Was steht hier drin? Mit einem Kipper können Fruchtarten transportiert werden. Auflieger werden mit Hilfe eines Dollys angehängt. Achso, dann brauche ich also doch einen Dolly. Also das da. Das heißt 8.900 und das sind 285.000. Das wäre ein bisschen viel. Sogar ein bisschen sehr viel. Wir könnten uns einen zweiten Kipper kaufen. Das Geld haben wir ja zumindest. Den, was wir haben, der fasst 800, 8.500 Liter. Der fasst 40.000 Liter. Der fasst 32.000 und der fasst 21.000. Ja, ich würde mal sagen, das reicht fürs Erste auch. Ich meine, dann kann man hier noch steigern, ne? 46.000 Liter, 47.000 und dann 55.000 bis 59.000 geht's, ne? Aber ich würde sagen, für 24.000 mit 21.000 Liter, das reicht fürs Erste. Dann kaufen wir uns den da. So. Ups. Dann nehme ich den gleich mit. So, jetzt haben wir nämlich den größeren Anhänger. Den wir, wenn ich richtig sehe, sogar noch erweitern können. Mit dem unten, was ich einfach mal versuchen werde, vielleicht klappt es ja, ich weiß es nicht. Befürchte eher nicht, aber man kann es ja probieren. Funktioniert denn das mit so komischen achsgesteuerten Anhänger? Nee, das klappt nicht. Okay. Ah, mit dem klappt es dann wahrscheinlich nicht, aber mit anderen. Plane kann man ausschließen, das ist total cool. Ach doch, man kann den sogar ankuppeln. Ziemlich praktisch. So, jetzt kann man die Geräteauswahl ändern. Kann man nämlich gleichzeitig mit zwei darum dackeln, auch wenn es glaube ich keinen Sinn macht, keinen großen Sinn zumindest. Aber ich meine, wieso nicht?
wir machen erstmal Hallo, hallo. So, das ist natürlich toll, wenn man zwei Anhänger gleichzeitig transportieren kann. Ach, der ist voll, oder wie? Ja, mach weiter. Okay. Jetzt haben wir den mal ein bisschen ausgewertet.